Welcome to the ring. Welcome home. Shifa Izufi. Ladies and gentlemen, please stand up for the national. Thank you very much. And now the officials for the first title fight for tonight's evening. WBA supervisor, Mr. Thomas Pütz from Germany. BDB supervisor, Volker Grimm, also from Germany. And now the judges. From Germany, René Fiebig. From Belgium, Olena Povivalo. And from Spain, Manuel Olive Palomo. And the man in charge of the ring from Germany, Oliver Breen. And now, the boxer in the blue corner. 30 years old, 1 meter 86, 79.3 kilograms, the fight stats. 17 fights, 16 victories, 6 by the way of knockout. He was IBA Continental Champ, Latvian Super Middleweight Champ. He's fighting for LNK Boxing. In the corner, Nosmos Varensbergs, Slava Andres, Ridanos Vyuskovs, and Vadi Milovs. Ladies and gentlemen, welcome tonight here in Munich from Riga, Latvia, Ralph the Train Vilkans. And now, the boxer in the red corner, 34 years, 1 meter 80, 78.5 kilograms, the fight stands as a professional. 44 fights, 38 victories, 22 by the way of knockout and 2 draws. He is
the former champion and WBC European champion, IBF European champion, WBO, WBF Intercontinental, WBF World champion, and he is the title holder of WBA Continental. He's fighting for BoxMag München, promoter Burim Hazarali, and in the corner is coach Andreas Selak and Kondisi. And he's the one for the power, Alfred Segre. Ladies and gentlemen, the champion from Munich, Germany, Stefan Isufi. Ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing. The boxers to the center. Wir gehen rein in den ersten Box-Titelkampf des Abends. Unser Referee Oliver Breen, ganz, ganz erfahrener Mann. Die Boxer sind bereit. The boxers are ready. So let the fight begin. Und schöner als Kai Petzmann kann man das auch nicht sagen. Let the fight begin. Und an meiner Seite jetzt einer, der es im Halbschwergewicht einfach wissen muss. Jürgen Bremer, schön, dass du da bist. Ja, was erwartest du jetzt hier für ein Gefecht? Wir haben mit Scheffert ja einen sehr, sehr erfahrenen Mann. Und der Ralf Wilkans, auch ein ganz guter Typ, sag ich mal. Ich würde sagen, das ist ein Kampf, der sich sehen lassen kann. Eine sehr gute Paarung. Und ich erwarte einen spannenden Kampf. Mir geht's genauso. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Kampf nur auf 10 Runden angesetzt ist, weil das ist ja was Shepard auch kennt, lange Kämpfer. Das wäre für Ralf Wilkans was Neues gewesen, aber nur 10 Runden heute. Was sagst du dazu? Naja, das kann man in Anführungsstrichen sagen, nur 10 Runden. Ich glaube, ob es nachher 12 sind oder 10, das macht es nachher nicht ganz mehr so aus. Das Tempo wird trotzdem hoch sein, vielleicht sogar noch höher. Und beides erfahrene Leute, beide können boxen. Wir lassen uns überraschen. So sieht's aus. Zu Beginn ja auch das erwartete Abtasten. Wilkans aber schon einer, der technisch ganz, ganz viel mitbringt. Bisher ist eine Niederlage in seiner gesamten Karriere gegen einen sehr, sehr starken Landsmann. Die Sophie jetzt aber das erste Mal hier schon mit einer ordentlichen Kombination. Ja, das ist doch alles so ein bisschen abtasten. Der Ralf, der, wie er halt immer boxt, ein bisschen abwartend erstmal, schaut sich den Gegner an und guckt dann, wo er die freien Stellen sieht. So macht das Ralf Wilkans, der dann in den dunkelroten Hosen natürlich unterwegs ist. Isufi in schwarz und rot, geht hier aber schon ganz ordentlich zum Körper der lokalen Matador. Jetzt hat er auf Platz 13 bei der WBA gerankt mit einem Sieg heute. Jürgen, könnte die Top 10 entern, der Scheffert. Gilt natürlich auch für sein Gegenüber dann. Ja, das ist natürlich, da geht es um eine sehr wichtige Position, weil du dann natürlich immer ein potenzieller Gegner für die nächste WM wärst. Und egal wo, da gibt es zwei Leute, die sind bärenstark. Und aber es wäre natürlich ein Kampf, den sich jeder wünscht. Jeder Boxer, klar, du sprichst von Bivol und Beterbiev. Die beiden werden ja erstmal in Riad Anfang Juni alle Gürtel ausfechten. Genau. Aber dann werden natürlich auch ein paar Sachen vielleicht wieder neu verlost nach so einer Titelvereinigung. Ja, also meistens ist das so, dass man irgendwann, weil du ja in jedem Verband dann eine Pflichtverteidigung hättest, die fast gar nicht mehr nachkommen könntest. Und dementsprechend könnte auch ein Titel frei werden. Und das macht das natürlich umso interessanter. Genauso wie der Kampf hier jetzt auch interessant wird. Isufi geht viel zum Körper, derzeit immer wieder die Rechte da. Vielleicht haben er und sein Trainer Andreas Selak da eine Schwachstelle ausgemacht. Die letzten Sekunden in Runde 1. Und die müsste eigentlich jetzt in den Geschichtsbüchern sein. Wie ist dein Fazit, Jürgen, zum Auftakt? Ja, ich würde sagen, es ist ein guter Auftakt für Scheffert. Ich würde ihm sogar die erste Runde geben. Und das fängt, glaube ich, für Scheffert ganz gut an. Sehe ich ähnlich. Wir gucken gleich mal auf einige Highlights, einige Höhepunkte. Natürlich, das war noch ein bisschen abtasten, das Halbschwergewicht auch da. Kann jeder Schlag, jeden Kampf sofort beenden. Das ist auch eine der höheren Gewichtsklassen, eine der ganz traditionellen. Was mir gut gefallen hat bei Scheffert, war diese Arbeit zum Körper. Das hat er 3-4 Mal gemacht da, immer wieder auch mit der Rechten. Das hat mir ganz gut gefallen.
Ja, man sieht halt, dass Ralfs nicht so über mehr die Führungshand blockt und dann wenig antwortet über die Führungshand. Und naja, vielleicht haben sie da irgendeine Route, die Shepard da jetzt geht. Und bis jetzt sieht das ja sehr erfolgsversprechend aus. Schauen wir mal, wo die Route hinführt. Ja. Wir gehen rein in Runde 2. Ralfs Wilkans hat da sogar ein bisschen Gedanken verloren teilweise. Cook geht aber jetzt auch selber zum Körper. Ja, das kommt jetzt aktiver raus. Dass er jetzt ein bisschen mehr macht. Ja, ordentlicher Treffer da jetzt von Isufi, aber zum Kopf auch. Wieder schöne Führhand vom ehemaligen Hausmeister, der ja einst da um die Weltmeisterschaft geboxt hat gegen Billy Joe Saunders. Aber jetzt auch hier ordentlich eine Führhand kassiert davon, Wilkans. Ja, wie gesagt, der Wilkans, der schaut sich die erstmal an und wird dann von Runde zu Runde, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Tube drücken. Und deswegen ist es wichtig, dass Shepard kontrolliert und konzentriert bleibt. Über die volle Kampfdistanz natürlich. Ralfs Wilkans kennt sich aus mit guten deutschen Boxern, hat Nick Hannig bereits geschlagen nach Punkten. Ja. Ordentlicher Sieg da also in der Vita und jetzt wird es hier ein bisschen wilder im Ring. Ja, merkt natürlich auch. Oh, schöne Rechte und Isufi geht zu Boden. Isufi am Boden, wird angezählt, ist da voll reingelaufen. Ja, die Rechte als Mitschlag. Das ist natürlich immer sehr gefährlich, weil er selber einen Schlag setzen will und dann nochmal sein Körpergewicht in den Schlag mit. Worauf kommt es jetzt an, Jürgen, für Isufi? Er muss ja jetzt defensiv sich fangen. Er muss ruhig bleiben, was er gar nicht darf, sich jetzt öffnen. Jetzt zwei, drei Mal, wo er sich da wieder zwei, drei Hände einfängt. Macht das hier aber ganz gut aus meiner Sicht. Steht da stabil hinter der Deckung, spielt seine Erfahrung jetzt aus. Brutal spannende Momente hier im BMW Park, völlig aus dem Nichts. Diese klare Rechte, die voll eingeschlagen hat. Und da sieht man, den Royce, der ist clever, der wartet jetzt. Und da sollte Shepard sich mehr bewegen. Wird hier maximal gefordert, der Lokalmatador, schlägt aber auch zurück. Er hat Willensstärke, er hat ein Kämpferherz. Muss sich hier zurückfighten in dieses Gefecht, aber du sagst das richtig, Jürgen Wilkans macht das richtig abgebrüht, richtig cool. Ja, wartet, bis er die Chance sieht. Aber jetzt Shepard mit einem guten Treffer, allerdings auch zum Hinterkopf. Einer davon drängt ihn da zumindest zurück. Und das sollte er nicht machen, so mitschlagen. Weil genau, auslassen, ruhiger werden. Ruhiger werden, ist leicht gesagt, eine Runde 2 in den Geschichtsbüchern. Ja, aber Shepard hat schon die Erfahrung, dass man da in der Situation probiert, ein bisschen cleverer, ruhiger zu wirken, was er überhaupt nicht machen darf, sich da noch weiter öffnen. Wir sehen was eben haben es gesehen in der Zeit über den Mitschlag, wo er sich öffnet. Und beim Nachsetzen hat er auch so ein, zweimal sich auch geöffnet und da muss er aufpassen. Ist natürlich eine richtig knallharte Rechte, die da eingeschlagen hat, was er dann gut gemacht hat. Er hat sich stabilisiert, hat dann auch selber wieder seine Momente gehabt. Der Mann, der mit 9 Jahren begonnen hat mit dem Boxen. Seit 2021 arbeitet er mit dem Boxwerk-Cheftrainer Andreas Sellack zusammen. Aber das war natürlich jetzt erstmal ein knallharter Treffer. Wir schauen mal, wie es jetzt reingeht in Runde 3. Ja, das ist eine 10-8er Runde. Was mir sehr gut gefallen hat bei Wilkans, er war richtig ruhig. Richtig klar, ja, weiß, klar geblieben, genau weiß, was er will, nicht überhastet. Hat das Zepter hier im Moment in der Hand. Schöne Aktion vom Letten. Jetzt rutscht er da über die Banderole. Das geht natürlich nicht. Aber wir haben einen richtigen Schlagabtausch. So macht das Spaß. Gute Führhand von Wilkans.
Gute Aufwärtshaken und die Sophie wieder am Boden. Wird angezählt. Ja, die sind zu einfach, die Treppe. Und er kommt nicht mehr hoch. Er kommt nicht mehr hoch. Ralf Wilkans gewinnt den BBA-Titel hier in München. Große Leistung klar von ihm. Deutlich. Muss man Respekt zollen auch. Ganz ruhig, abgeklärt. Es war zu erwarten nach der ersten Runde. Sehr abwartend, hat sich das angeschaut. Und dann natürlich die Stellen, die er gesehen hat und auch genutzt. Man muss Respekt zollen. Wir sehen ihn so viel. Der war defensiv für seine Verhältnisse sehr offen. Hat mich jetzt überrascht. Aber es waren auch eben klare Treffer dann. Und dann, ja, ist das so. Dann kann so ein Kampf ganz schnell vorbei sein. Genau. So wie heute Abend. Natürlich bitter. Wir sehen hier ihn mit seinem Team. Gut, dass er wieder steht. Aber die werden auch jetzt bitter überrascht sein. Von diesem schnellen Ausgang vor allem. Wir sehen noch mal ein paar Highlights aus Runde 3. Aber du siehst schon beim Auftakt, dass er das Bein setzt. Das ist eigentlich schon immer ein Anzeichen. Da siehst du sofort, jetzt will er schlagen. Das ist natürlich ideal für ein bisschen Konterboxer, der ein bisschen clever ist, der wartet, dann zu antworten. Da ist nicht so viel Druck drin in die Führungshand. Die kommt, ich sag mal, nicht so explosiv, wie sie kommen müsste. Und das ist natürlich, man macht ihn das dann dadurch natürlich auch einfach. Ja, und er hat das Siegerlächeln jetzt im Gesicht und das auch zu Recht. Bärenstarke Leistung, vor allem noch hier in die Höhle des Löwen gekommen, vor fremdem Publikum, völlig abgerufen. Und das macht ihn jetzt natürlich zu einem ganz großen Namen in der europäischen Spitze im Halbschwergewicht durch diesen Sieg. Wird einen riesigen Sprung machen in der Weltrangliste, davor auf 112, wird jetzt sicher mal in die Top 50 reinkommen, das ist ganz klar. Ja, das sieht ganz gut aus. Und er hat auch Potenzial, muss man sagen. Ja, das hat er. Aber wir sind halt in Europa, ich würde erstmal auf die europäische Ebene gehen und so, sind in England ganz stark im Halbschwergewicht. Da muss man auch erstmal hinkommen, um jetzt nicht gleich auf Weltniveau zu sprechen, aber Potenzial hat der Junge. Ja, ist jetzt in den Top 10 der WBA, da ist auch ein Anthony Yard zum Beispiel, da ist ein Buazzi mit drin in den Top 10, also einige Namen in England, genau, wo es sich lohnen könnte und wo er dann sicher nochmal eine andere Aufgabe hätte. Und Sheffert Isufi, da muss man natürlich jetzt schauen, das muss analysiert werden. Natürlich bitterer Moment für ihn, wollte sich hier auch da oben anmelden, das hat jetzt erstmal nicht geklappt. Ja, wie gesagt, unter den ersten 10 und den ersten 15, da hängen die Trauben sehr hoch und so schnell kann es gehen. Da wird die Luft ganz, ganz dünn. Wir kommen jetzt gleich zum Urteil mit unserem Ringsprecher Kai Petzmann und dann sicher auch noch zum Interview. Faire Geste hier von Isufi, der dem Gegner nochmal den Respekt zollt, den er auch verdient hat. Und dann geht es jetzt gleich rein in den Ring, wo dann der neue WBA Continental Champion gekürt wird. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the results. Winner, by the way of knockout in the third round after 40 seconds, and the new WBA Light Heavyweight Continental Champion, Ralf the Train Wilkans! Ralf, you want to stay with me, you know, congratulations for this fight. You know, I saw you against Nick Hanick when you won with points. Now it's a knockout. How do you feel? First of all, I'd like to thank the organizers of this fight for letting me
compete for a title belt, that's always an honor. And secondly, thanks to my opponent also. But I'm actually kind of shocked about the result. I just knew I could not leave it up to the judges. So the outcome is what it is. Not what I expected, but I'm very glad it happened. Absolutely, you know, it was a great fight. You know, we absolutely knew what your opponent is doing. So how did you prepare for this fight? Well, in the modern age, there is such a thing called YouTube where you can watch basically all of my opponent's fights, and I just studied it very, very hard. And here you have the results. So I think, you know, Germany is the perfect place for you, you know, to get these titles and everything. So would you come back to Germany as well? Of course, if you invite me back, I'll come back. Of course, you know, we like to have you here. You have a great team, you know, absolutely fantastic boxing style. Congratulations for the victory. Absolutely sourcing. Thank you very much, my friend. Thank you. Gratulation nochmal, Hans Wilkens und Schäfert. Schäfert, ich weiß, es normalerweise, du hast keinen Bock, jetzt irgendetwas zu sagen. Ich kann das auch komplett nachvollziehen. Aber hast du jetzt so kurz nach dem Kampf irgendetwas, was dir einfällt dazu? Ich will nur bedanken an meine Fans, dass die immer dabei waren, in schlechter, in guten Zeit. Ich bedanke mich sehr, sehr von euch. Ihr seid die, was die mich bis hier gebracht seid. Ich danke euch immer, ihr bleibt immer in meiner Karriere dabei. Vielen, vielen Dank. So, Schäfer, aber das ist natürlich kein Abschied, was du jetzt gerade hier machst, sondern es ist eine Niederlage, damit geht man um, damit gehst du um, super. Kannst du jetzt so kurz nach dem Kampf sagen, wie es weitergeht? Du wirst nicht aufhören, du wirst weitermachen. Also ich höre nicht auf. Aber dieser Kampf waren viele Gründe, warum ich nicht da bin, war, also so gut war ich. Und deswegen, ich gratuliere, mein Gegner hat gut geboxt, gut eingestellt an mich. Respekt, und ich hoffe, dass wir mal wieder zurückkommen und dass wir wieder zurück sind, wo wir waren. Ich danke euch. Dankeschön, Schäfert. Ja, natürlich. Shadosh Tvalim in der Royal Lanier, Gjith Shqiptarët që janë këtu prezent, edhe ata që na mbështesin për rreth ekranëve televizive. Kjo është sporti i boksit, nga njëherë nuk është dita jonë, nga njëherë nuk mund të tregojmë atë që e dim, për atërsia dhe ju kërkoj gjithë dhe falje, që unë sot nuk isha ishe fati që një mësu me pa. Shpresoj të thejmë edhe ma puqishëm dhe të vazhdojmë rrugën ati ku e lamë. Ju falënderit gjithë dhe njërë nga zemra për përkrajën tuaj, që nga fillimi karierës time të rrimë tani. Dankeschön. Schäfer, alles Gute für dich. Burim, lass uns kurz ein Wort wechseln. Du hast es mehrfach heute gesagt, es wurde mehrfach angesprochen. Jürgen hat genau dasselbe gesagt. Kämpfe auf Augenhöhe, wir wollen genau das sehen. Aber wie sehr schmerzt es dann trotzdem, wenn du siehst, dass die Augenhöhe heute ganz extrem war? Ja, das ist Boxen, das kann passieren. Das kann passieren, dass auch der Schäfer hat einen schlechten Moment, das ist Sekunden. Und das muss einfach Kopf hoch nach vorne schauen und nicht, das passiert jeden Weltmeister Niederlage. Ohne Niederlage kannst du nicht stärker werden. Jede Niederlage, ob in Sport oder in Geschäft, man muss Niederlagen einstecken. Und das kann passieren. Gratuliere auch den Gegner. Also es war ein toller Kampf, ist passiert, und der Schäfer darf auch nicht nieder, sondern der soll Kopf hoch und nach vorne schauen. Es ist alles möglich. Burim, du hast wunderbar direkt ganz angenehm übergeleitet. Tolle Worte, ich finde das großartig, und ich finde das auch toll, dass du hier stehst und auch lächelst. Das ist, es bringt nichts, es ist Sport, genauso, wir können es nicht ändern, aber du hast eine schöne Überleitung geschaffen. Ja, und zwar, wir machen weiter, es geht weiter, und zwar mit dem einen Kampf, den wir am heutigen Abend noch haben. Und da werden wir definitiv auch etwas Spektakuläres im Ring sehen. Und ich freue mich schon auf Damir Toyak Bejo gegen Jürgen Uldeday. In wenigen Minuten geht's weiter. In wenigen Minuten geht's weiter mit unserem Main Event. Da geht's dann auch nochmal um den WBA Europa-Kontinental-Titel. Aber davor schauen wir nochmal auf ein paar Highlights
des heutigen Abends, beziehungsweise auch auf die letzten Highlights. Denn das war ja auch ein Titelkampf, erste Runde. Schifffahrt Isufi wirklich ganz gut reingekommen, aber dann, so ehrlich muss man sein, kaum noch Land gesehen gegen diesen bärenstarken Letten Ralfs Wilkans, der ihn da eiskalt erwischt hat. Hier voll in die Rechte reingelaufen, sich da nochmal gut gefangen mit all seiner Erfahrung. Aber dann in der dritten Runde mit diesem knallharten Aufwärtshaken war es dann vorbei. Isufi am Ende heute nicht stark genug, um diesem bärenstarken Gegner Paroli zu bieten. Aber Promoter Burim Hasrolli hat es gerade gesagt, es gilt trotzdem den Kopf oben zu halten, während wir hier das Siegerlächeln sehen. Und das ist verdient, in die Fremde gefahren, vor gegnerischem Publikum, den Lokalmatador zu Boden gestreckt. Das ist schon